war doch ganz schön, dann fangen wir damit an. Klebeck, sage ich dir Bescheid, das ist in Ordnung. Wir müssen auf die Uhr gucken, wir haben doch keine Zeit. Ich glaube, ich bin zu sehr. Okay, nicht? Wir haben ein kleines Punktproblem gehabt. Da müssen wir auf den Check verzichten. Also er hat jetzt sein Effektgerät ausgebaut, deswegen ist die warm drunter. Ja, also mein Name ist Stefan Chonet. Ich spiele jetzt ein bekanntes Lied zum Einspielen. Von Stevie Wonder. Das ist ein Teil auf My Life, habt ihr schon erkannt. Vor der Kamera bitte weggehen. Die stehen genau vor der Kamera. Das ist ja unglaublich. You must have known that I'm a story. Because you came to my rescue. If I saw I was drawn myself, drawn out of my own tears. Forever you stay in my Look up, von mir selbst komponiert und auch das Schlagzeug einprogrammiert. Von damals habe ich das in Köln produzieren wollen. Es hieß nicht länger und genauso kam es auch. Die ganze Technik ging kaputt.
und mitten im Stück ging es nicht mehr weiter. Und ich will nicht länger warten. Wenn ihr denkt, es hat keinen Sinn mehr. Jede Nacht, wenn ich deine Nähe spür, will ich meine ganze Kraft für mich. Wenn du mich tröstest, schreck ich jeden morgens vor mir, denn ich, du liegst neben mir. Ich bin kein Mensch mehr, ich bin ein halbes Tier. Girl, I love you so, habe ich damals geschrieben. Da war ich in meinem Landhaus, da war es so langweilig. Und ich war auch verliebt, unglücklich natürlich. Girl, I love you so. Habe gehört, sie suchen da ein Talent. Habe meine Gitarre zufällig dabei. Ja, das war ein sehr frühes Ding. Und jetzt machen wir mal ein Playback. Das heißt, Maybe See the Light. Das habe ich mal auch im Studio aufgenommen. Little fish, little fish, yeah, yeah.
Okay, das nächste Stück leicht rein. Muss man nicht ausblenden. Das hält zu lange auf. Wir haben keine Zeit. Das ist das Stück, woran ich schon 30 Jahre arbeite. Ich bin einer von der schüchternen Sorte. Ich bin einer von der schüchternen Sorte. Niemals hatte ich eine richtige Torte. Ich folge immer von dem dicken Ofen, immer aus dem Hof Mieze. Ja, da könnte ich auch, das wäre was für mich. Warum habe ich noch immer keine Braut? Ich habe es ja im Fernsehen schon vorgetragen und jetzt habe ich es auf CD aufgenommen bei mir zu Hause am Computer. Ich hoffe, dass es einigermaßen was geworden ist. Es müsste ja weltberühmt sein, jetzt das Pferdesong-Lied. Ich kann jetzt vom Rhein. Oh, könnte ein bisschen lauter machen. Seit 20 Jahren arbeite ich in dieser Kette. War nach der selben Mutter zurückgekehrt. Meine Mutter sagt: Junge, ich bin ein Gegner. Also habe ich das Lied im Video geschrieben. Das hat mich vom Lavier. So, wir fangen mit dem Lied an. Ich halte auf dem Pferd. Ich halte auf dem Pferd. Ich halte auf dem Pferd. Auf dem Pferd. Ich halte jetzt im Schnitt. Krieg ich alles mit. Kann ich alles sehen auf dem Pferd. Oh. Gitarren einladen. Ich reite jetzt im Schritt. Da trink ich alles mit. Da kann ich alles sehen auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dieses Lasso. Das hol ich auch noch. Das musst du nicht brauchen. Jetzt habe ich noch einen Bullen eingeschaltet. So. Jetzt machen wir wieder was an, ein schönes Lied. Lass mich dein Hund sein und geh mit mir aus. Lass mich dein Hund sein und geh mit mir raus. Zieh nicht so an der Leine, du weißt ja schon, was ich meine. Lass mich dein Hund sein und geh endlich mit mir raus. Doch da ist schon ein Hund und... Bye.
und wollte in den Baum hinein. Ich brauche jetzt mit links in den Baum hinein. Da drüben an dem Strauch, da riecht es so gut. Oh, da ist ein kleines Hundefräulein. Das passt gut zu mir. Da muss ich eben mal schnuppern. Aber warte noch auf mich. Lass mich dein Hund sein und geh mit mir raus. Lass mich dein Hund sein und geh mit mir raus. Lass mich dein Hund sein und geh endlich mit mir aus. Lass mich dein Hund sein und geh endlich mit mir aus. In der Nacht, Mädchen, du hast es mir so wunderbar gebracht, oh Mädchen, komm doch mal her, ist schon so lange, ist schon so lange her, ist schon so lange, ist schon so lange arbeite ich an diesem Titel. Meine Mutter sagt, Junge, spiel in G-Dur, dann kommst du immer gut an. Also habe ich das Stück in G-Dur geschrieben. Es steht wieder einer vor der Kamera. Mensch, könnt ihr nicht mal vor der Kamera weggehen? Hallo? Seid ihr taub auf den Augen? Seit 20 Jahren arbeite ich an diesem Titel. Niemand arbeitet so lange wie ich an diesem Titel. In G-Dur. Meine Mutter sagt, Junge, in G-Dur kommst du gut an. Jetzt habe ich es in G-Dur geschrieben. Also, es fängt vom Reiten an. Es handelt vom Reiten. Ich vergesse den Text immer. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Auf dem Pferd. So, immer wenn ich den Gitarrenhals hochmache, müsst ihr singen, auf dem Pferd. Wir üben das nochmal. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Auf dem Pferd. Prima, das hat gut geklappt. Jetzt kommt die erste Stufe. Ich reite jetzt im Schritt. Krieg ich alles mit, da kann ich alles sehen. Auf dem Schirm, genau. Jetzt kommt, was kommt denn jetzt? Trab? Den Trab. Ich reite jetzt im Trab. Was reimt sich denn auf Trab? Was? Was? Galopp? Jetzt reite ich im Trab, da krieg ich
einen ab, da geht mir einer ab. Jetzt kommt Galopp, ne? Muss ich schneller reiten, reite im Galopp, dann krieg ich einen am Kopf. Was reimt sich auf Kopf? Galopp. Ich reite im Galopp auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Ich reite auf dem Pferd. Auf dem Pferd. Verschenkt am Ausgang. Hallo, hallo, hallo. Nochmal eine aktuelle Programmänderung. Die Krimi-Lesung im Mehrgenerationshaus Hugo Luther Straße 60a von Hardy Krüger beginnt erst um 16 Uhr. Also wer gedacht hat, er hat sie schon fast verpasst, es beginnt um 16 Uhr. Hugo Luther Straße Nummer 60a.